So, dann machen wir jetzt die Ladungssicherung, ganz einfach. Man kann ja trotzdem, sieht immer aus hier, kann ja trotzdem möglichst effektiv bleiben. Ach nee, hier sind noch mehr Kisten. 2, 4 Kisten sind das, ach je. Also 3 Gurte vorne. Natürlich keine Winden. Das ist so typisch. Geht die nach vorne? Nein, natürlich nicht. Super, so, super Buschi. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gurte, feuerfrei. Stehe ich hier so rum. Ja, es ist echt eine Schande, dass sie hier den Yard nicht geräumt haben, weil am Freitag war Feiertag. Remembrance Day. Wo immer den gefallenen Soldaten gedacht. Aber nicht den Truckern. Hätten sie ruhig mal irgendwie einen rüberschicken können, der den Yard sauber macht. Weil Donnerstag und Freitag hat es geschneit. Und heute ist Samstag. Und vor Montag wird hier auch der Yard nicht geräumt. Und die Spuren, die hier sind, die sagen mir auch, jetzt schon der ein oder andere versucht, sich durchzukämpfen. Von daher nicht so richtig cool. Gibt einen Abzug in der B-Note, oder wie das heißt. So, jetzt habe ich ja hier meine schön aufgeräumten Gurte. Genau, die kann ich auch nehmen. Ach so, die kleinen. Genau, die abgeschnittenen Gurte nehme ich für die Rahmen. Leider habe ich nur 2. Und ja, ich wurde in den Kommentaren gefragt, Gurte abschneiden und kürzer machen ist legal. Das interessiert hier überhaupt niemanden. So, der Sippi ist unterwegs, kommt von seiner Übernachtung. Der hat seinen Truck in einem Shop abgestellt, woanders, damit er schön warm steht. Der kommt jetzt auf den Yard, weil er auch morgen früh los wollte. Ist ungefähr eine Stunde hier. Kann er mich rausziehen. Der Sippi hat viele neue Lichter am Truck. Das ist was für euch. Euch gefällt sowas ja immer. Na, siehst du. Dann wird das jetzt ein Ladungssicherungsvideo bei wie viel? Minus 10 oder so? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall kalt. Ene, mene, Mister, was rappelt in der Kiste? Das war eine große Kiste. Warum 2 Gurte? Das macht man halt so. Nein, immer das erste und letzte Ladegut. Also wenn es so Stückgut ist, sowas wie hier. Ganz vorne und ganz hinten kriegt immer 2 Gurte. Dazwischen, je nachdem wie schwer sie sind, oder, oh, jetzt habe ich hier noch nicht mal, das ist hier nur der Reifen, muss ich noch so einen blöden Clip rausholen. Ja, die werde ich trotzdem immer mit 2 Gurten sichern, einfach weil die so lang sind. Schwer sind sie ja nicht, aber lang. Und selbstverständlich werde ich natürlich noch den Trailer vom Schnee befreien, bevor ich losfahre. Aber selbstverständlich. So, mal gucken, vielleicht kommt ja noch ein anderer Fahrer vorbei vorher. So, 2 noch, oder? Hat jetzt einer mitgezählt? Ich nicht. Und ein Clip. Einen Clip.
Und trotzdem liebe ich diesen Job. Ist das nicht bescheuert? Das ist einfach schön und macht Spaß. Ach, da brauche ich auf der anderen Seite ja auch noch einen Clip. Ach, ich bin doof. Doof bin ich auch noch. So. Wahrscheinlich kann ich mir das ganze Video sparen, weil das eh viel zu dunkel ist. Ich glaube, die GoPro 7 macht gar nicht so gute Bilder, wenn es dunkel ist, oder? Ach, und ich habe die Belichtungskompensation auf minus 1 gestellt. Ich bin ja smart. Oh Mann, ey. Naja, dann wird es halt gelöscht. So, für solche Fälle hier hat man so einen Clip. Habe ich ja auch schon oft genug gezeigt. Weil hier kann ich halt nicht unten drunter. Ich habe keine Winde. Muss ich halt so machen. Geht nicht anders. Aber wenigstens alle Lichter funktionieren. Ist ja auch schon mal was. Dann brauche ich hier noch einen Clip. Und hier. Nee. Noch ein Clip und eine Ratsche. Ach, nee. Was für ein Mist. Ich lasse jetzt einfach so lange laufen, bis die Kamera ausgeht. Vor Kälte oder weil der Akku alle ist. Aber dass sie den Yard hier nicht räumen nach dem Schneesturm, ist echt eine schwache Leistung. Sollte ich mal meine Standheizung anmachen. Oh, noch ist es ganz schön warm da drin. Ich habe den am Donnerstagabend bei mir auf der Einfahrt abgestellt, vor der Garage. Und gestern gar nichts, also Freitag gar nichts gemacht damit. Und heute Mittag oder so, heute Vormittag, habe ich ihn dann mal mit dem Kabel eingestöpselt. Weil mit die Batterie ein bisschen lädt und diese Motorvorwärmung oder dieser Motorblockheater an ist, der wohl die Ölwanne ein bisschen warm macht oder das Öl. Und dann habe ich beobachtet, dass er 2000 Watt gezogen hat in dem Moment. Die ganze Zeit, als er angeklemmt war. Das war schon mal eine Nummer. Da versprang er dann aber auch 1A an nach vorhin. Da waren es immerhin auch schon noch so minus 7 oder so. Ist angesprungen wie ein junger Gott. Alles unter minus 15 in Richtung minus 20 nachts. Da entweder meinen letzten Laufen, wenn er unterwegs irgendwo ist, an einem Truckstop oder so. Oder wenn man wie hier auf dem Yard ist oder zu Hause, dann muss man den halt einstöpseln. So anhand der Winden hier kann ich erkennen, dass der Fahrer davor die gleichen Positionen genutzt hat für die Gurte.
Das sind ja immer so Ladungen, die kommt hier aus Winnipeg, die Ladung. Wird von unserem City-Fahrer abgeholt. Ich glaube, am Donnerstag hat er die abgeholt. Und der macht seine Gurte wieder ab, weil Ladungen werden meistens ohne Ladungssicherung übergeben. Das hat den Nachteil, dass man das immer selber machen muss. Aber das hat den Vorteil, dass man das immer selber machen muss. Weil ich traue lieber einer Ladungssicherung, die ich selber gemacht habe, als dass ich irgendeinen Trailer übernehme, wo irgendein Sprallo kaputte Gurte genommen hat oder was auch immer. Oder nicht ausreichend gesichert oder wie. Und dann muss ich es entweder nachmachen oder, wenn ich es nicht sehe und kontrolliert werde, ist es dann mein Fehler. Also, und außerdem geht man ein bisschen sorgsamer mit dem Equipment um, wenn das halt quasi zum Truck gehört und nicht zum Trailer. Das sind so die kleinen Erfahrungswerte. Und die Firma legt da Wert drauf, dass wir hier immer auf unser Equipment selber achten. Egal ob Company oder Owner-Operator. Jeder hat so sein Equipment. Und Ladungen werden auf dem Yard abgestellt. Und dann werden die Gurte und die Ketten abgemacht. Das ist halt so. So, hier. Ja. Ich mag das immer nicht, wenn man die Markerlichter verdeckt. Das kann man machen zur Not. Geht ja manchmal nicht anders. Aber ich mache das halt nicht gerne. Ich bin gerade fest davon überzeugt, dass ich die ganze Zeit hier mit mir und mit der Kamera quatsche und nichts davon gebrauchen kann. Das ist ein bisschen wie Therapie. Einfach vor sich hin labern. Die Leute denken, ich bin bescheuert, wenn die mich sehen. Guck mal, der redet mit sich selber. So. Und hier dann echt nochmal zwei Ratschen, ja? Wollt ihr mir das echt antun? Ihr Schweine. Vor allem. Hä? Wie soll ich denn das machen? Ich krieg da hier gar keinen Clip rein. Hier ja, aber da nicht. Oh, Leute. Das beutelt mich ja schon wieder an. Einer war hier. Ne, zwei hier. Dann brauche ich noch einen. Oh, Mann. Es ist kalt. Kalt, kalt, kalt. Kann ich einen ranmachen. Aber hier, daran erkennt man, dass der Fahrer, der die Ladung geholt hat, das nicht richtig gesichert hat. Ich schwöre euch, 1000-prozentig, er hat hier nur einen Gurt drüber gemacht und nicht zwei, wie sie es gehört. Eigentlich sind die ja leer. Ja, ja, ja. Wenn ich ihn nach hinten schiebe. Ich
verdammte kalte Nacht. Jetzt habe ich ja Platz. Okay, das habe ich nicht gemerkt. Dann war es das schon. Zack, fertig. 1, 2, 3, 4 Ratschen. Na, wie praktisch. Sorry. Guckt ja eh keiner mehr. Bin ich froh, dass ich das heute schon mache und nicht morgen früh mitten in der Nacht. Zum einen wäre das mit dem Trailer zu Hause schief gegangen und zum zweiten hier. Und heute Nacht wären es minus 15. Ist nochmal ein Zacken schärfer. Nummer 1 von 9. Oh, mir läuft die Nase. Ich muss mir echt mal Pfefferminztee in den Truck packen. Ich habe immer nur Kaffee. Aber nach sowas tut ein Pfeffi-Tee richtig gut. Ausreichend. Dürfte ja kein Schnee drunter sein. Ist ja am Donnerstag geladen worden.